Hallo, Charlie der Kran. Wir haben heute eine sehr wichtige Arbeit. Wir bauen ein Feuerwehrauto. Ed der Bagger und Billy die Planierraupe. Mögt ihr helfen? Beginnen wir damit, die Räder anzubringen. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Vielleicht kann Charlie den Rahmen anheben, während ihr die Räder anbringt. Wow, Ed! Du hast so doll geschubst, dass das Rad auf der anderen Seite runtergefallen ist. Ups, schon wieder! Vielleicht solltet ihr zusammenarbeiten. Das sieht hervorragend aus, aber wir brauchen noch mehr Teile. Die Kanzel, den Drehturm und die Wasserkanone. Perfekt! Als erstes braucht das Feuerwehrauto einen Wassertank. Jetzt der Drehturm, damit wir mit dem Wasser auf das Feuer zielen können. Jetzt müssen wir natürlich auch das Wasser zu Feuern in großen Gebäuden bringen können. Dieses Teil funktioniert genau wie Charlies Kran, nur dass am Ende Wasser rauskommt. Das sieht großartig aus. Schaut euch Billy an. Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Aber kommt, lasst uns mit dem Feuerwehrauto fertig werden. Als nächstes kommt die Kanzel. Dort sitzt der Fahrer. Alles fertig. Wir sollten es ausprobieren. Funktioniert hervorragend bei einem kleinen Gebäude. Schaut euch das an. Es erreicht auch die Dächer von den höheren Gebäuden. Wow! Großartige Arbeit, Jungs! Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Freunde! Seid ihr bereit für einen weiteren spaßigen Tag in Baustadt? Großartig! Was werden wir heute unternehmen? Oh, ihr wollt eine Mauer bauen aus verschiedenfarbenen Steinen? Dann fangen wir an. Schaut, wir haben verschiedene Farben, mit denen wir arbeiten können. Schwarz, blau, grün, rot und weiß. Fangen wir damit an, einen grünen Stein zu machen. Großartige Arbeit, Billy die Planierraupe. Fantastisch!
Charlie der Kran, deine Aufgabe ist es, alle fertigen Steine auf deiner Ladefläche zu verstauen. Billy, kümmere dich um noch mehr Grüne. Und Ed der Bagger, wie wär's mit etwas Weiß dazu? Lasst uns ein paar Farben mischen, um andere Farben zu erhalten. Gute Arbeit. Jetzt haben wir ein helleres Grün. Lasst uns Schwarz zum Grün mischen. Ich bin gespannt, was da für eine Farbe rauskommt. Wow, Grün und Schwarz ergibt ein dunkles Grün. Lasst uns ein paar andere Farben ausprobieren. Billy, hol mal eine große Schaufel Blau und Ed fügt ein paar Grüne dazu. Schaut euch diese hübsche blau-grüne Farbe an. Sie heißt Cyan. Wow, großartige Arbeit. Lasst uns jetzt einen gelben Block machen. Dafür brauchen wir Grün und ein bisschen Rot. Perfekt. Ich frage mich, was für eine Farbe herauskommt, wenn man die gleiche Menge an Blau, Grün und Rot zusammentut. Versuchen wir es. Wow, das ergibt Grau. Charlie, deine Ladefläche ist voll. Zeit, die Steine zur Baustelle zu bringen. Großartige Arbeit alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Hallo Freunde! Bereit für einen weiteren tollen Tag im Vergnügungspark? Großartig! Aber bevor wir spielen, haben wir noch etwas zu erledigen. Heute bauen wir eine große Kaugummimaschine. Aber vorher müssen wir alle Teile dafür finden. Hast du etwas entdeckt, Ed der Bagger? Billy, die Planierraupe, kann dir einen kleinen Schubs geben. Sieht aus wie ein großer roter Stöpsel. Kommt, wir bringen ihn rüber zu den Rädern. Es müssen noch mehr Teile hier herumliegen. Sucht weiter. Hey Charlie, was ist denn dort auf dem Karussell? Das ist der Torso von dem Truck, der die Kaugummis macht. Kommt, wir fangen an, die Teile zusammenzusetzen. So ist es richtig, Charlie. Du hältst den Torso, während Ed die Räder anbringt. Billy, willst du schon wieder eine Fahrt auf dem Riesenrad machen? Oh, da ist ein Teil der Kaugummimaschine auf dem Riesenrad. Ed hat etwas gefunden, das groß und rund wie ein Ball ist.
Bring es zum Truck, dann schauen wir, ob es passt. Perfekt. Und Billy hat die Stoßstange gefunden. Jetzt müsste die Kaugummimaschine mit Süßigkeiten gefüllt werden. Billy, du willst sie mit Bällen aus dem Bällebad befüllen? Nein. Ed, hast du eine bessere Idee? Wow, du hast Behälter voll mit Kaugummi gefunden. Einen mit grünen. Einen mit roten. Und einen mit blauen. Bringen wir sie zur Kaugummimaschine und füllen sie auf. Charlie kann die kleinen Behälter anheben, um sie in den großen Behälter zu entleeren. Blau. Rot. Und grün. Jetzt noch der Stöpsel drauf und wir sind fertig. Hat jemand Lust auf ein Kaugummi? Großartige Arbeit, Jungs. Zeit für ein bisschen Spaß im Vergnügungspark. Bis bald, wir sehen uns. Guten Morgen, Freunde. Seid ihr bereit für einen spaßigen Tag auf der Rennstrecke? Ed, der Bagger, Billy, die Planierraupe und Charlie, der Kran. Heute müssen wir die Rennstrecke fürs große Rennen vorbereiten. Was sollen wir bloß mit all diesen Reifen machen? Sieht so aus, als sollten sie am Rand der Rennstrecke aufgestellt werden. Billy, kannst du Ed helfen, einen Stapel Reifen die Rennstrecke runterzubringen? In deiner Schaufel kannst du einen ganzen Stapel Reifen transportieren. Ed schafft immer nur einen zur Zeit. Die Reifen müssen alle in einer Reihe liegen, bevor wir die großen Barrieren platzieren können. Gute Arbeit, Billy. Du stellst die Barrieren auf, während Ed mit den Reifen arbeitet. Ich glaube, Billy macht eine Pause. Ed, willst du die Form von Billys Reifen verändern? Glaubst du wirklich, ein viereckiges Rad wird funktionieren? Ich glaube nicht. Und wie sieht's mit dem aus? Ein Sechseck. Charlie, der Kran, kommt, um zu helfen. Ich glaube, die runden Räder funktionieren am besten. Jetzt ist es aber Zeit, an die Arbeit zu gehen. Da gibt es noch eine ganze Menge Reifen, die auf der Seite der Strecke verteilt werden müssen. Wo sollen die hier denn hin, Charlie? Oh, die gehören auf die Innenseite der Strecke. Gute Arbeit. Nur noch ein paar sind übrig. Musik
einer noch und dann ist alles fertig. Gute Arbeit, Jungs. Dann wollen wir sie mal ausprobieren. Bitte alle zur Startlinie. Fertig? 3, 2, 1, los! Sehr gut, Charlie. Was für ein großartiger Start. Kommt schon, Billy und Ed, ihr könnt ihn noch einholen. Wow, schaut euch das an. Ihr beide habt Charlie überholt. Und es geht um die Kurve. Und es sieht so aus, als wäre Ed in Führung. Und es geht auf die Zielgerade, Jungs. Schaut euch das an. Charlie und Billy liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wow, was für ein Finish. Großartige Arbeit alle zusammen. Und die Gewinner sind auf dem 3. Platz Ed der Bagger. Auf dem 2. Platz Billy die Planierraupe. Und der Gewinner auf dem 1. Platz ist Charlie der Kran. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Sieht so aus, als wäre da jemand bereit, heute eine Menge Spaß zu haben. Hallo Charlie der Kran, Billy die Planierraupe und Ed der Bagger. Seid ihr so weit, dass wir loslegen können? Dann schauen wir doch mal, welche Arbeit als erstes erledigt werden muss. Sieht so aus, als hätten wir hier ein großes Bällebad und eine Plattform, von der man in das Bällebad springen kann. Aber wie kommen wir auf die Plattform rauf? Das sieht aus wie der Beginn einer Rampe. Aber die Teile sind noch nicht verbunden. Woher sollen wir wissen, welche Teile wohin gehören? Du hast recht. Vielleicht sollten die Farben zueinander passen. Lila? Indigo? Blau? Grün? Gelb? Orange? Rot? Die Teile sind wirklich groß, Ed. Ich denke, du wirst Hilfe brauchen. Billy, kannst du helfen? Großartig. Wenn zusammengearbeitet wird, ist die Arbeit schnell erledigt. Dann fangen wir mal ganz unten an, mit dem lilafarbenen Stück. Als nächstes platzieren wir das dunkelblaue. Diese Farbe heißt auch Indigo. Oh oh! Das nächste Stück in der Reihe ist orange, aber der Stützpfeiler ist blau. Ich denke, dieses Teil ist an der falschen Stelle. Das ist ziemlich hoch, jetzt muss uns wohl Charlie helfen. Charlie, kannst du bitte die Teile der Rampe anheben? Genau so ist es richtig, Charlie. Ich wusste, du kannst es. Orange kommt als nächstes. Aber wie willst du es so hochheben, Charlie? Gute Idee! Du tust es auf den unteren Teil der Rampe und Billy schiebt es einfach nach oben. Fast geschafft, Jungs! Aber welches Teil brauchen wir als nächstes? Wir haben schon Lila, Indigo, Blau, Grün, Gelb und Orange. Wie sieht es aus mit Rot? Das fehlt noch. Das war's. Die Rampe ist fertig. Jetzt können wir spielen. Vorsicht, Jungs, das ist ziemlich hoch. Wer will als erstes? Wow, Ed, das sieht aus, als würde es Spaß machen. Jetzt ist Billy an der Reihe. Du hast es geschafft. Großartige Arbeit, Jungs. Wer will noch einmal?
Das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, Freunde. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Yahoo! Hast du Lust, Zahlen zu lernen und mit einer Pyramide zu spielen? Mhm. Großartig. Dann beginnen wir damit, die Teile der Pyramide einzusammeln. Ha! Oh! 1 Aha! Mhm. 2 3 4 5 6 Gut gemacht, Ethan. Wir haben alle Teile der Pyramide eingesammelt und so viele Zahlen gelernt. Lass sie uns wiederholen und die Pyramide bauen. Juhu! 1 2 3 4 5 6 Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Hast du Lust zu angeln und Farben zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Ah. Oh. Mhm. Mhm. Blau. Grün.
Orange. Lila. Rot. Gelb. Oh. Perfekt, Ethan. Du hast so viele Fische gefangen und so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Blau. Grün. Orange. Lila. Rot. Gelb. Tschüss, Ethan. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Dino. Wie geht es dir? Oh. Hast du Lust, Zahlen zu lernen und zu helfen, die Uhr zu reparieren? Wuhu. Großartig. Dann fangen wir an. Schau mal, Dino. Bei der Uhr fehlen die Zahlen. Sie müssen in der richtigen Reihenfolge angebracht werden. Eins. Zwei. Oh. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Uh-huh.
9. Zehn. Elf. Zwölf. Gut gemacht, Dino. Wir haben die Uhr repariert und so viele Zahlen gelernt. Lass sie uns wiederholen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11 12. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Wie geht es dir? Dino, hast du Lust, mit Ballons zu spielen und Farben zu lernen? Super. Lass uns einen Ballon aufblasen. Gelb. Wow, das ist toll. Gleich nochmal. Rot. Grün. Blau. Rosa. Dino, welchen Ballon sollen wir zuerst aufblasen? Sehr schön. Orange. Lila. Gut gemacht, Dino. Wir haben heute so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Gelb. Rot. Grün. Blau. Rosa. Orange. Lila. Bis bald, Freunde. Hallo, Dino. Hallo, Lukas. Wie geht es euch?
Dino, hast du Lust, mit uns Formen zu lernen? Super! Na dann wollen wir mal. Die erste Form, die wir suchen, ist ein Kreis. Dino, kannst du uns helfen, einen Kreis zu finden? Bravo, Dino! Du hast einen Kreis gefunden. Aha. Gut gemacht, Dino. Aha. Auf geht's zur nächsten Form. Dino, wir müssen ein Quadrat finden. Los geht's. Oh, da ist es. Du hast ein Quadrat gefunden. Aha. Super, Dino. Jetzt suchen wir ein Dreieck. Aha. Nicht wahr, Dino? Gut gemacht, Dino. Hier ist das Dreieck. Super! Wollen wir weitermachen, Dino? Jetzt suchen wir ein Rechteck. Das ist richtig, Dino. Du hast das Rechteck gefunden. Bravo! Genial, Dino. Und jetzt, Dino, suchen wir einen Stern. Auf geht's! Geschafft! Du hast einen Stern gefunden. Aha. Bravo, Dino! Und jetzt müssen wir eine Raute finden. Bist du bereit? Toll, Dino! Du hast eine Raute gefunden. Gut gemacht, Dino. Super, Dino. Dino, wir haben heute so viele Formen gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Kreis. Quadrat. Dreieck. Rechteck, Stern, Raute. Ich glaube, Lukas braucht jetzt eine Pause. Bis bald, meine Freunde. Abonniere. Hallo, Dino. Hast du Lust, mit einer Kaugummimaschine zu spielen und Früchte zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Drück den Knopf an der Maschine.
Dino, welche Frucht ist gelb? Oh. Zitrone. Dino, welche Frucht ist orange? Oh. Orange. Dino, welche Frucht ist rot? Oh. Erdbeere. Dino, welche Frucht ist rosa? Oh. Himbeere. Dino, welche Frucht ist grün? Oh. Birne. Dino, welche Frucht ist lila? Oh. Traube. Dino, wir haben heute so viele Früchte gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Zitrone, Orange, Erdbeere, Himbeere, Birne, Traube. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo Dino. Hallo Marc. Dino, hast du Lust, mit uns Formen zu lernen? Wunderbar. Auf geht's. Dino, schau dort vor dir auf den Schienen. Was ist das für eine Form? Ein Dreieck. Gut gemacht, Dino. Weiter geht's. Oh, Dino, da ist eine neue Form auf unserem Weg. Kannst du uns sagen, wie sie heißt? Aha. Bravo, Dino. Das ist ein Rechteck. Super. Und weiter geht's. Oh, Dino, schau, da ist eine weitere Form auf unserem Weg. Kannst du uns sagen, wie sie heißt? Du hast recht, es ist ein Kreis. Und weiter geht's. Oh, da ist eine weitere Form auf dem Weg. Dino, weißt du, was für eine Form das ist? Das ist ein... Viereck! Super! Auf geht's! Oh, und wieder eine neue Form. Was ist das für eine Form, Dino? Bravo, Dino. Das ist eine Raute. Super.
Dino, was ist das für eine Form dort? Kannst du uns sagen, wie sie heißt? Du hast recht, Dino. Das ist ein Stern. Weiter geht's. Und hier kommt die letzte Form. Dino, kannst du uns sagen, was das für eine Form ist? Bravo, Dino. Das ist ein Oval. Super. Gut gemacht, Dino. Wir haben heute so viele Formen gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Auf geht's. Dreieck. Rechteck. Kreis. Viereck, Raute, Stern und Oval. Gut gemacht, Freunde. Ich glaube, Marc braucht jetzt eine Pause. Wir sehen uns. Abonniere. Hallo Dino, wie geht es dir? Da sind Überraschungseier im Bällebad versteckt. Meinst du, du kannst sie finden? Großartig, dann fangen wir an. Rot. Grün. Blau. Gelb. Rosa. Lila. Gut gemacht, Dino. Wir haben heute so viele Farben gelernt und so viele Überraschungseier gefunden. Lass uns wiederholen, was wir heute gelernt haben. Rot. Grün.
Blau, Gelb, Rosa, Lila. Bis bald, Freunde, wir sehen uns. Hallo Ethan, wie geht es dir? Ethan, hast du Lust, Farben zu lernen und einen riesigen Lutscher zu machen? Yahoo! Großartig, dann fangen wir an. Oh. Rot. Gelb. Grün. Ah. Oh. Blau. Lila. Die Maschine ist jetzt voll. Oh. Gut gemacht, Dino. Wir haben einen Regenbogenlutscher gemacht und so viele Farben gelernt. Lass sie uns wiederholen. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Hast du Lust, in ein Bällebad zu springen und Farben zu lernen? Yahoo! Großartig. Dann fangen wir an. Grün. Orange. Ah. Yahoo! Blau. Juhu!
gelb. Rosa. Rot. Großartig, Ethan. Wir hatten heute so viel Spaß. Oh. Und haben so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Aha. Grün. Orange. Blau. Gelb. Rosa. Rot. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Yahoo! Sollen wir Zahlen lernen und schauen, was in dem Geschenk dort oben ist? Yahoo! Großartig. Dann fangen wir an. Lass uns eine Treppe mit all den Würfeln, die hier rumliegen, bauen. Ah. Eins. Zwei. Oh. Drei. Vier. Ah. Fünf. Yahoo! Sechs. Ha. Sieben. Acht.